Heute gibt's Pita mit Spinat. Ich habe ja schon mal türkische Pita gemacht und das ist jetzt aber ein Rezept, das mir in die albanisch-kosovarische Ecke gehen soll. Den Teig lasse ich jetzt im Öl ruhen, weil er sich dann hoffentlich richtig gut dehnen lässt. Ich habe ein YouTube-Video dazu gesehen von einer absoluten Meisterin, die hat diesen Teig sonst wohin gedehnt. Ich werde das safe nicht so hinkriegen wie sie. Aber dass ich halt gleich so verkacke, habe ich echt, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich sollte aber dazu sagen, dass ich nicht genug Weizenmehl zu Hause hatte. Ich hatte ungefähr die Hälfte und musste dann Vollkornweizenmehl dazu schütten. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass sich mein Teig nicht so verhalten hat wie der Teig in dem YouTube-Video. Also mir werden auf alle Fälle Skills fehlen, so ist es definitiv. Aber der Teig war schon echt schwierig mit den Fingern so aufzudehnen. Die Füllung war wohl auch noch ein bisschen zu viel und ist ausgelaufen. Aber hey, also, und schmeckt's? Mhm, lecker.